Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute gehen wir wieder in die Ashlands und nicht nur das. Ich habe so bei der letzten Aufnahme, ne, da haben wir ja den ersten Kontakt mit den Ashlands gehabt und da sind mir einige Sachen aufgefallen, an die ich auch überhaupt nicht gedacht hatte. Huch! Hä? Aber wir haben uns doch schlafen gelegt, bevor... Ach ja, ich habe ein Thumbnail gemacht. Na klar, deswegen muss ich noch mal kurz schlafen gehen. Tut mir leid. So sei es. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt runter, weil ich wollte mal was dringend nachgucken. Oh, ist das dunkel. Ah, jetzt wird's ein wenig heller. Ja, ne? Und wir haben auch die ganze Zeit unsere Lampe nicht mehr. Weil ich doch tatsächlich die Kapuze aufbehalten will, weil sie ein bisschen stärker ist. Aber ich gehe mal ganz schnell nach unten. Oh, hier liegt noch was von letztem Mal. Das kann ich mal einsortieren. Die Co. So. Ach, das war's auch. Gut. Denn ihr erinnert euch doch, dass wir, bevor das Aschenlande-Update kam, wir bereits sehr, sehr viel von dem neuen Erz gesammelt haben und sogar eingeschmolzen. Das haben wir doch hier hinten hingetan. Weil, wenn wir das jetzt in unser Inventar nehmen, müssten da nicht 1000 neue Sachen kommen. Ich mache einfach mal. Ich nehme erstmal das Erz. Nix. Aber hier, ne? Was? Nicht? Okay, da habe ich nichts gesagt. Und das heißt jetzt anders. Uraltes Metall. Ein verwittertes Metall aus der Antike. Niemand weiß, wofür es einst verwendet wurde. Glühendes Metallerz. Verwittertes Metall. Achso. Na gut, ich dachte jetzt hier fliegen 1000 neue Sachen rein. Aber dann halt nicht. Gut, weil ich habe natürlich mir noch eine ganze andere Menge Sachen aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall tun müssen. Und da würde ich sagen, boah, warte mal. Während wir hier in der Butze sind, mache ich doch mal die Lampe an. Das ist mir dann doch ein wenig zu dunkel hier. So, schon viel besser. Sehr gut. Gelee, Weichgewebe kann entfernt werden. Ich mache mal so. Gelee auch. Das haben wir geklärt und das hier kann weg. So. Aber to farm, ne, die beiden Sachen lasse ich das erstmal nochmal stehen. Natürlich gibt es jetzt erstmal ordentlich zu farmen von den ganzen neuen Kram, ne? Da müssen wir jetzt erstmal ordentlich aufstocken und dann werden wir das auch später sortieren. Da muss ich auch noch überlegen, ne? Müssen wir das vielleicht ein bisschen umwälzen hier. Aber gut, ich wollte nämlich mal die To-Do-Liste ergänzen, damit wir mal ein bisschen Struktur reinbekommen, was wir hier eigentlich zu tun haben. Also ich kopiere das hier mal. Und zwar das erste, was natürlich ansteht, ist die Werkstatt. Da knie ich schon direkt nieder, ehrfürchtig. So, außerdem die Rüstkammer. Da wird er jetzt verzweifeln wegen... Ah ne, gar nicht. Da müsste etwas mit F geschrieben werden, ne? Gut. So, Werkstatt, Rüstkammer. Huch. Warte mal. Abbrechen. Kopieren. Einfügen. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat da nicht alles kopiert. So, dann außerdem neue Tränke. So. Und neues Food. Oder neues Essen mache ich mal. So. Sehr gut. Und außerdem noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Dach. So. Und das reicht erstmal. Das ist ja schon erstmal genug zu tun. Und ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir, wenn wir das Flammenkernerz aufsammeln, wir vielleicht auch eine Erweiterung hierfür bekommen. Was mir letztes Mal auch aufgefallen ist, war, dass es hier ja neue Klamotten gibt, ne? Da, die Hose von Embla zum Beispiel. Kostet Eiter und Stoff. Und hier ist die Kapuze von Embla. Was heißt denn? Aber ich weiß jetzt nicht, ob Embla die bessere ist oder... Gibt es dann noch eine? Wettergewobene Robe. Ich glaube, das ist einfach die neue Magie-Zeugs, ne? Magierüstung, glaube ich. Aber ich würde dann... Warte mal, ich streiche mir das hier mal durch. Das haben wir jetzt schon gemacht. Neue Robe wollte ich nachgucken, genau. Und außerdem gab es den... Richtig, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Wir haben doch das hier letztes Mal gecraftet. Den Schildgenerator, beziehungsweise diesen Schild... Wie hieß das Ding? Schildstein? Schildkern. Und der kann doch... Wo ist denn das Ding? Da, ne? Schildgenerator. Den wollte ich mal aufs Dach stellen und gucken, was passiert.
ob der vielleicht unseren Musikbug löst. Ich glaube aber nicht. Ich gehe stark davon aus, nicht. Und ich glaube auch, da bin ich ehrlich, dass wir, der wird eine Kugel um sich herum machen wahrscheinlich, eine Kuppel. Und wenn ich sie aufs Dach stelle, kann es sein, dass dann hier so zum Beispiel die Dinge nach unten durchragt, ne? Die Kuppel. Das weiß ich nicht, das werden wir jetzt mal sehen, weil, ach, Knochen. Wir müssen das ja mit Knochen auffüllen. Da nehme ich mir mal ein paar mit. So. Ja, hier 19, passt schon. Oh. Und dann schauen wir mal nach, würde ich sagen. Hinauf. Bis aufs Dach. Können wir auch mal wieder bei Schnuffi... Oh, sie gehen schon wieder zusammen. Ihr Knuffeligen, ihr. Und Schnuffi ist bestimmt hier oben, ne? Natürlich, zusammen mit Flauschi. Gut, alles klar. Ja, ich gehe mal hier hoch und baue das einfach mal hier oben drauf. Hier auf die Spitze, wa? Hier wollte ich ja damals den Zerstörer hinbauen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das keine gute Idee ist, weil der Zerstörer auch das Dach zerstört, wenn der Blitz einschlägt. Ah, ich kann hier sogar drauf stehen. So. So. Hm, wo ist denn hier die Öffnung? Ah, da. So. So ist doch super. Zack. Oh, wenn ich das jetzt hier reinmache. Oh, eingekracht. Er bringt Nachrichten. Kra, das sollte alles fernhalten, was der Himmel dir entgegenwirft. Verstehe, das muss auf Stein platziert werden, ne? Oder auf Eisen. Hier ist Eisen. Ich stelle es einfach mal drauf und gucke, ob es klappt. Nein, es muss auf Stein gebaut werden. Hm. Dann hole ich mal eben ein bisschen Stein und versuche das... Warte mal, hier oben ist ja, glaube ich, kein Eisen, ne? Oder? Ich schau mal kurz. Wenn ich mal das Dach hier wegreiß. Da ist das Holz. Gib mir das mal bitte. So. Ja, da sieht man das Kreuz. Da kann ich es auch nicht draufstellen, ne? Wenn ich so mache. Kracht ein, ne? Das ist nicht auf Stein. Hä? Ah, wollte gerade sagen. Das hätte mich jetzt aber gewundert. So. Aber da würde ich es... Ach nee, kann ich gar nicht. Ich kann es da gar nicht draufstellen. Ich hole mal eben Stein. Habe ich alle Ressourcen wieder aufgesammelt. Jo. Ab nach unten. Und ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen Stein, dass wir nur zwei Plattformen bauen können. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir das da oben dann lassen. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Oh shit, und wenn wir mit Stein bauen, brauchen wir auch unseren Steinmetz, ne? Ich hoffe, wir können den bauen. Warte mal. Herstellung. Ich nehme nochmal kurz 10 Holz mit. So. Und dann probiere ich es mal. Ich versuche auf diesem Eisen, das stabilisiert ja auch Stein, aber nur wenn er nicht zu rot ist, ne? Deswegen versuche ich mal, ob ich da, wo ich jetzt das Loch reingerissen habe, eventuell Stein platzieren kann. Zwei so eine Steinblöcke aufeinander vielleicht. Und ich gucke außerdem, vielleicht reicht es auch schon. Schwerer Bau. Oh ja, sehr gut. Wir haben hier sogar einen Steinmetz in der Nähe. Top. Stimmt, beim Speicher, ne? Den ich im Speicher eingebaut habe. Na komm schon. Jump da drauf. So. Und dann mache ich mal so. Und sogar noch ein. Oh, okay. Warum klappt das nicht? Weil die zu rot sind, ne? Hm. Ja, das ist ja doof. Irgendwie. Ich probiere mal was anderes. Ich mache mal hier wieder dicht. Halt, bei Bauen. Und dann der hier. Und dann hier dran. Na komm. So. Gut. Und dann gehen wir mal hier eine Etage nach unten. Und ich probiere das mal hier hinzubauen vielleicht. Weil hier kann es sein, dass das Eisen, wenn ich so mache, hält nicht, ne? Weil es ist nur ein Stahlträger, glaube ich. Ich guck mal. Kracht ein. Hm. Hm. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt?
Kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage so und so, ich mache einfach mal und mache da einen Stein dran, dann hat er doch zwei Stützen. Sollte das nicht gehen? So. Es ist nicht schön, ne? Schon klar, aber ich will nur mal gucken, ob es hält. Weil dann fehlen mir ja eigentlich nur zwei Eisen. Weißt du was? Das hält, ne? Ich gehe mal kurz nach unten und hole mir mal zwei Eisen. Halt. Hole mir zwei Eisen und dann nehme ich mal die Abkürzung durchs Portal. Sehr gut. Nach unten. Und wie viel habe ich? Zwei Eisen? Ja. Barren. Zwei. So. Und dann gehen wir wieder nach oben und versuchen das mal aufzufüllen. Mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Perfekt. Ab nach oben. Und das Ding hier hingebaut. Das müsst ihr dann aber halten, ne? Auf Stein, oder? Denke ich mal. Warte mal, die Öffnung ist hier. Ich mach mal einfach. Bitte nicht einkrachen. Kracht nicht ein. Sehr gut. Und jetzt mache ich hier mal so. Guck mir das mal von oben an. Schmeißt er jetzt eine Kuppel? Gucken hier solche Kabel raus. Alles klar. Man sieht aber gar keine Kuppel, ne? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt nach unten gehe. Hat das überhaupt irgendwas geändert? Nee, ne? Ich habe schon heimlich gehofft, dass vielleicht der Musikbug weg ist, aber hier. Da, keine Unterkunft. Und Unterkunft. Verdammt! Und wie ist das nach unten hin? Sieht man da irgendwie eine Kuppel? Wenn wir zum Beispiel jetzt nach unten gehen, zu tief sind, zieht das dann ran? Ja, ne? Hier, da sieht man's. Das meine ich. Oh, das sieht ja übel geil aus. Oh, eingekracht. Hä? Jetzt erst? Okay, wahrscheinlich, weil es auf Metall war und der deswegen länger ausrechnen musste. Aber es ändert sowieso nichts. Dann ist das hier völlig fehl am Platz. Gut. Aber wir haben es mal ausprobiert, weil dann würde ich den Schildgenerator hier zwar nicht bauen. Aber selbstverständlich in den Ashlands, ne? Und ich würde sagen, wir haben schon wieder viel zu lange hier rumgewuselt, ab in die Ashlands und weiter geforscht. Denn auch da habe ich mir einiges aufgeschrieben, was wir heute machen werden. Aber zuallererst, warte mal, für den Generator brauchen wir eine normale Workbench. Die haben wir. Das heißt, ich kann zwei Eisen wieder wegpacken. Den Rest nehme ich mit. Also, zwei Eisen rein. So. Knochen nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Außerdem Ausdauertränke. Nehme ich mir ein paar mit. So. Und was war das noch? Holz und Stein kann wieder weg. So. Und so. Zack. Und ich packe auch tatsächlich die Krone wieder weg, weil die Kapuze ist viel zu wertvoll in den Aschelanden. Ich mach mal so. Ach ja, die Hacke. Stimmt. Wir haben ja letztes Mal Weinreben eingepflanzt. Da können wir dann heute mal gucken. Aber natürlich, ne, wir haben die jetzt erst vor kurzem eingepflanzt. Die sind noch lange nicht fertig, glaube ich. Das braucht wahrscheinlich ein paar Tage. Ich pack mal die Hacke wieder rein. So. Ich würde auch gerne den ausprobieren, den neuen Stab. Hier haben wir sonst nichts. Warte mal. So kann ich machen. Fleischplatten sind die. Ja, hier sind die immer noch. Verdammt. Gut, weißt du was? Ich hau mir eine Fleischplatte rein. Einfach damit wir ein bisschen live haben. Und außerdem so ein. So, gut. Und ich würde sagen, wir gehen los. Und schauen mal nach. Ich würde außerdem. Also, stimmt. Das steht auch noch an. Es tut mir leid. Wohl eigentlich tut es mir gar nicht leid. Weil letztendlich muss es gemacht werden. Gehen wir mal 20 Edelholz raus. Und außerdem 10 Augen. So. Und zwei Südlingskerne. Denn wir hatten letztes Mal ja diesen wirklich nervigen Bug mit den Portalen. Und deswegen habe ich doch das Portal für unser Reiseding
mit einem Punkt versehen. Und das würde ich gerne rückgängig machen. Das heißt, ich stelle mal hier ein Portal hin. So. Ich mache das hier weg. Und mache hier einen Punkt hin. So. Sehr gut, der ist nicht collected, der schon. Und die Aschenlande-Base würde ich auch gerne verschieben. Und wir brauchen außerdem hier noch ein weiteres Portal für den neuen Boss, ne? Oh Mann. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde das eigentlich ganz gut so. Ja, weiß ich nicht. Da überlege ich mir noch was. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen zurück. Und ich mache mal eben das mit dem Portal, ne? Ich gehe mal kurz durch. So, nenne den so. Er reconnected und ich gehe durch. So, es ist schon wieder am Ablenken, weil wir den Ashlands waren und hierher zurückkommen. Gut, und hier mache ich jetzt mal irgendeine ganz komische Kombination. So, ja, da drehe ich schon wieder durch, ne? So, weil die werden wir bestimmt nie wieder verwenden. Und jetzt gehe ich mal durch das Aschenlande-Portal. Energieschild, hier sind bestimmt Feinde. Nee, aber ich nenne das Portal so. Dann connectet er sich mit dem Müllportal. Bitte, dankeschön. Und das hier nehme ich auch mit. Bitte nicht kaputt machen. Komm mal hierher. Obwohl, jetzt kannst du es eigentlich kaputt machen. Ist mir eigentlich völlig egal. So, ich gehe nämlich hindurch. Und dann haben wir das Portal. Lass ich einfach zurück. So, ne? Jetzt ist das Aschenlande-Portal free. Das heißt, wir können theoretisch jetzt eine neue Aschenlande-Base bauen. Die würde ich nämlich irgendwie vielleicht ein bisschen zentraler bauen. Das bedeutet, ich nehme auch das Portal hier mit, um es neu zu setzen. Hm, wir haben auch hier den Zehner, wir haben das und wir haben sogar einen Energiekern. Sehr gut, das ist doch alles, was wir für eine stabile Base brauchen. Außerdem hier ein paar Knochen, die können wir theoretisch immer noch holen. Ich würde sagen, ich schmeiße das hier mal runter. Und ich baue mal eine neue Base. Mache ich das jetzt schon oder? Nee, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe eine Idee. Ich lasse das mal alles hier liegen. So. Beziehungsweise, warte mal, dann liegt es hier nicht so rum. Ich packe das einfach mal alles in die Portalkiste, ne? Problem gelöst. So. Zack, da haben wir alles, was wir brauchen. Und ich gehe jetzt erstmal ins Reiseportal, weil es gab da noch was, was ich letztes Mal gesehen hatte, was ich unbedingt erkunden will. Und zwar, wo war es denn? Ich habe es mir eigentlich auch eingespeichert da. Huch! Was ist denn hier passiert? Ach, das ist alles Stein, ne? Grausen, Alter, wie viel! Warte mal, ich sammle das mal eben ein und bring's weg. Alter, das ist hier dunkel. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, wie spät es ist. Ich glaube, es wird gerade wieder Nacht, ne? Ich war, glaube ich, wieder den ganzen Tag unterwegs. Ich hole mal kurz den ganzen Stein hier, bevor er despawnt. So. Und bring den mal weg. Und bei dieser Dunkelheit loszuziehen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil ja auch hier Nachtpatrouillen sind, mit ziemlicher Sicherheit. Gut. Alles klar, so sei es. Ja, dann schmeiße ich hier den Stein mal runter. Geh kurz pennen und dann gehen wir los. Stimmt. Da hätte ich natürlich mal drauf achten sollen. Nahrung. Ich könnte mir die hier reinpfeifen lassen. Mache ich auch. Und theoretisch auch den. Damit wir es nachher nicht vergessen. Und ich würde sagen, gute Nacht. So, jetzt aber. Guten Morgen und let's go. Alter, die Schlafsequenz dauert jetzt deutlich länger. Gefühlt zwei oder dreimal so lang. Oh, nicht schon wieder ein Hardcore-Lag. Come on. Iron Gate? Was soll das? Ich denke, ihr habt das gefixt. Ihr habt überhaupt nichts gefixt. Mal gucken, wie viele Sekunden der diesmal speichert. Oder kackt er sogar ab? Mal wieder. So, weiter geht's. Sorry, der ist gerade abgekackt und ich musste eben gerade auch das mit den Portalen neu connecten eben nochmal machen. Der hat mich gespeichert, aber die Map nicht. Na gut, wie auch immer, ich hab's jetzt gemacht und jetzt können wir endlich los. Und zwar wollte ich unbedingt nach da hinten zur Festung. Ach ja, stimmt.
Das hat er natürlich auch nicht gespeichert. Das kann ich nochmal einsammeln. Ich spare mir das jetzt aber, das direkt wegzubringen. Also zurück durchs Portal zu gehen. Ich sammle das trotzdem mal kurz alles ein und schmeiße es nur vors Portal. So. Dann bleibt es nämlich dort. Also es despawnt nicht, weil eine Workbench in der Nähe ist. Komme ich hier hoch. Jo. So. Zack, zack, zack. Und den hier auch. Sehr gut. Und da kracht noch mehr ein, ne? Stimmt, weil das nur noch diese Säule hier hat. Gut. Ich würde nämlich gerne mal da hinten zu dieser Festung gehen. Weil ich da letztes Mal nicht nur Weinreben gesehen habe, sondern ich will gucken, was es da sonst noch so gibt. Und außerdem war da ein Runenstein. Und der gibt uns ja wahrscheinlich Informationen darüber, wo der Boss ist, ne? Keine Ahnung, mal gucken. Höchstwahrscheinlich. Wo war denn nochmal der Runenstein? Der war irgendwo oben. Ich habe allerdings auch Angst, weil die komplett mit Wasser umgeben ist. Ich sehe aber einige Stellen, wo wir auch rauf können. Ich probiere es einfach mal. Komm ich hier rauf? Oh, oh. Nein, ich komme da nicht rauf. Nein, 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 nein. Dann lauf, dann lauf. Scheiße. Ist das vielleicht eine schlechte Festung? Dann? Ich will da aber irgendwie hin. Oh. Der übersieht mich hoffentlich. Na komm, na komm, na komm. Er übersieht mich, sehr gut. Und ich probiere mal, soll ich es probieren? Da oben drauf? Warum frage ich? Ja. Ich glaube nämlich, das geht. Wenn ich von der Spitze, da komme ich da drauf. Ich probiere es. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer unser Life. Ah! Oh. Scheiße. So, bitte sieh mich nicht. Gut, er macht keine Kampfgeräusche, also glaube ich, er hat mich nicht gesehen. Scheiße, wie komme ich denn da rauf? Ist das vielleicht doch eine schlechte Festung? I don't know. Weil wenn ich da oben bin und dann nach da jumpe, sollte ich doch da oder da raufkommen. Hm. So, los, 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 los. Oder zu der zumindest. Ja. Immerhin. Hier komme ich hoch. Und hier sind sogar Treppen. Oh, das ist so geil, ne? Ich liebe so Ruinen. So. Hier geht's hoch. Hier sind Weintrauben. Da ist der Runenstein. Yes! Genau zu dem wollte ich doch. Hm, ich habe die Angst, wenn ich da raufgehe, dass ich hier nicht mehr hochkomme wegen dieser Kante. Hä? Sag ich nicht, es wird schon wieder dunkel. Uralter Topf? Was für uralten Topf? Ich mach den mal kaputt. Topfscherbe. Eine neue Entsperrung. Mhm. Und weg wie sie die Smaragdflamme. Hö, direkt nebenan? Was? Da ungefähr. Ne, warte. Da. Das ist ja gar nicht weit weg von unserem... von unserer Base, ne? Hm. Ah, hier ist noch ein Topf. Her damit. Topfscherbe. Und kann ich hier was looten? Ja, hier. Aber die werden runterfallen ins Wasser, ne? Ja, das ist echt doof, dass sie hier so im Wasser steht. Nein! Hoch da, hoch da! Sie haben diesen Glitch entfernt, ne? Dass man durch diese, dass man bei diesen Kanten sich hochglitschen kann. Glaube ich. Hier auf den Runenstein kann ich doch. Sehr gut. Dann gehe ich mal hier oben rauf. So. Na komm. Hm. Nein! Oh, oh, oh. Dann gib mir wenigstens noch ein paar Weintrauben. Huch! Nein, nicht du! Scheiße, ich glaube, ich verkoche. Ich komme hier nirgendwo raus. Nein, 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 nein! Lass mich hier hoch, lass mich hier hoch, lass mich hier hoch, lass mich hier hoch! Keine Chance. Scheiße. Gut. Also, solche Festungen mit Wasser sollten wir vielleicht meinen. Na gut. Schade.
Hätte ich mir aber eigentlich auch denken können. Ich gehe mal pennen. Gute Nacht. Hä? Ich kann um die Uhrzeit nicht schlafen. Ist es doch Nacht oder nicht? Scheinbar nicht. Okay. Ja, dann gehe ich mal nach unten. Und ich schmeiß mir diesmal wieder die letzte Fleischplatte rein, ne? Ja, das war jetzt natürlich doof. Und jetzt frage ich mich auch, wie ich an meine Sachen zurückkommen soll. Ich könnte vielleicht Konstruktionen bauen. Überlege ich gerade. Ach ja, ich habe ja schon eine. Und was wollte ich noch? Ja, hier ein Magiemet. Und ich laufe einfach mal hin. Und versuche es so möglichst nah ans Ufer zu bringen. Ganz einfach. Ach ja, falsches Portal. Dieses hier. So. Ach, jetzt habe ich den ganzen Krempel aufgesammelt. Das schmeiße ich hier wieder hin. So. Und dann gehen wir mal zu unserer Leiche. Mann, ist das dunkel. Ist doch Aschenlande. Hier sollte doch alles brennen. Gut. Ich laufe mal hier rüber. Oh, oh. Skelettboy. Bitte ignoriere mich. Er ignoriert mich nicht. Ja, ja, ich gehe ja schon. Tschüss. Huch. Oh. Fallschaden, Moment. Ausdauer aufladen und dann... Oh, ich habe mich gar nicht ausgeruht. Ist, glaube ich, nicht weiter wild. Und ich glaube, den Typen können wir abschütteln, ne? Hoffe ich einfach mal. Ich glaube, ja. Ich schwimme jetzt einfach mal hin. Es ist gut möglich, dass wir wieder zerkochen. Ich würde am liebsten auch rüber sliden, aber das wird ja nix. Deswegen muss ich... Ja, los, komm. Let's go. Ich laufe einfach. Beziehungsweise schwimme. So weit, wie ich komme. Das ist aber nicht sehr weit. Und ich sterbe an... Was? Digga, stell dich doch hier drauf. Tschüss. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Gut, jetzt nochmal ein bisschen mehr Verstand vielleicht. Geht ja schon wieder gut los, Mann. Ah. Jetzt kann ich pennen. Sehr gut. Gute Nacht. Ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht irgendwie eine Konstruktion bauen soll aus Holz. Also, dass ich da eine Workbench hinstelle. Och, nicht schon wieder lecken. Come on, Mann. Also, dieses mit dem Speichern, ne? Also, wirklich. Hoch und heilig versprochen, dass das endlich gefixt ist. Nichts. Gut. Letzte Fleischplatte, das hier rein und Ausdauer. Zack. Außerdem ein Feuerheilmet. Ich baller mir den mal, damit wir schneller regenerieren. Und ich nehme ein bisschen Holz mit, glaube ich. Hier liegt schon welches. So. Und ich baue noch mal eine Konstruktion drüber. Und ich brauche auch ein bisschen Stein. Ich glaube zwei, ne? Für einen Hammer. So. Zack. Und dann probieren wir es mal so mit Holzkonstruktion. Flauschi, du bist im Weg. Lauf! Vielen Dank. Ach, ich wollte schon wieder ins falsche Portal hier lang. Und wir sammeln wieder den ganzen Krempel hier auf, ne? Hm. Weg damit. So, und diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger und versuche den Knochenboy zu... outrunnen. Die kommen aber nicht hier hoch, oder? Weil mein Portal ist natürlich zu schützen. Ich laufe mal hier lang und lock sie weg. Bitte, Knochenboy, sieh mich nicht. Ich gehe ja schon. Er sieht mich nicht. So, hier hoch. Sehr gut. Und dann versuche ich mal hier eine Holzkonstruktion rüberzubauen. So, verschiedenes. Am besten die hier, ne? Die sind am steilsten. So. Halt. So. Und so. So. Und da ist unser Krempel. Ich überlege gerade, warte mal. Ich mach mal so.
Und versuche mal da drauf zu gehen. Nicht drauf gehen, sondern drauf zu gehen. So und so. Hier ist erstmal mein Stuff. Da ziehe ich mir direkt meine Klamotten wieder an. Und hier sind außerdem noch Weinbeeren. Was sind hier? Gesunder Met. Ja, super. Dampfen wir. Ein bisschen, ne? Hier ist eine Treppe. Und hier auch. Sehr gut. Hier auch. Hervorragend. Wir kommen hier raus. Gott sei Dank. So, und dann slide ich hier mal runter. Und dann können wir theoretisch auch das hier wieder abreißen. So. Und so. Und her mit dem Wut. Sehr gut.